Und dann hier. Die Straße wurde inzwischen freigeräumt. Schauen wir mal hinter den Leitplanken nach. Jo. Fünfmal kleine Plakate. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Rückspiegel. Ein Marienkäfer. Ein Nummernschild. Fünfmal Graffitis. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Ameise. Eine Ameise? Ernsthaft? Ah, hier. Ein Regenwurm, eine Schnecke, eine Dose, eine Flasche, ein Scheinwerfer, Zigaretten, Skarabäus und ein Rad. Zigaretten? Meinst du jetzt Zigarettenstummeln oder Zigarettenverpackung oder... Nein. Ach, da hinten. So, Botschaft. Das ist doch bestimmt die Botschaft. Blindmannsbluff. Blinde Kuh? Er hat sein Opfer dazu gezwungen, die Straße zu überqueren. Wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Ich habe jetzt alle Botschaften des Mörders zusammen. Jetzt müssen wir alles entschlüsseln. Die Botschaft, die wir im Motel gefunden haben, wird mir wahrscheinlich dabei helfen, die fehlenden Puzzleteile zu finden. Gehen wir schnell ins Büro zurück. Jo, dann gehen wir mal ins Büro, ne? Würde ich mal sagen. Gehen wir mal ins Büro. 27. Juli. Dieser Typ ist verrückt. Wir müssen die Botschaft entschlüsseln und ihn so schnell wie möglich finden. Jo, dann tun wir das halt, ne? Warum hat er uns diese Botschaft hinterlassen? Damit wir wissen, dass er dahinter steckt. Er will, dass wir mit ihm spielen. Und nur wenn wir seine letzte Botschaft richtig deuten, können wir ins Spiel einsteigen. Ein M. Gut, Time haben wir hier, da haben wir ein M. Oder ein, ja, das ist ein M. Ein I, wie Ida. Ida, das ist ein umgekehrtes I. Ein O ist das hier. Ein F. Ein F, das haben wir hier. P wie Paula haben wir da. Das ist dieses Zeichen hier. Ein S ist dieses Zeichen hier. Ein I ist dieses Zeichen hier. Ein L haben wir hier. Ein U haben wir hier. Ein D dürfte das hier sein. Ein A müsste das hier sein. Ein N müsste dann das hier sein. Ein B müsste das hier sein. Ein K. Das hier. Ein T. Müsste dann eigentlich das hier sein. Ein R wie Richard müsste das hier sein. H müsste dann das hier sein. Und das letzte müsste das hier sein. Juhu! Wir haben das Codewort. Ja, entschlüsseln wir die letzte Botschaft. Sie haben die Ehre, Miss. Ein E. Ein N ist ein Plus. Ein M ist ein umgekehrtes R. Ein S ist ein falsches W. Ich bin froh, dass er das alles macht und nicht, dass ich das einzeln durchklicken muss. Ein D ist ein
umgekehrtes T. Ein L ist einfach nur das hier. Ein T ist ein umgekehrtes F. Ein I ist ein verkehrtes I. Ein H ist das hier. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ein R ist ein... Was ist das? Also ein R, ein R. Ist ein Sternchen. Ein B ist ein... Hoppala. Ein B. Hä? B? Was? Ein P wie Paula. Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn das? Das ist dann das hier. Ein O. Ein U. Ein W. Ein A. Gut gemacht, nur noch zwei Treffer und ich bin im Himmel. Well done, two more steps, I will reach heaven. Next time it will be a couple. Beim nächsten Mal ist ein Pärchen dran. Das sind nur wenige Hinweise auf den nächsten Mord. Da ist der geisteskrank? Nein, ist der geisteskrank. Natürlich ist der geisteskrank. Er hält uns zum Narren. 29. Juli 1974. Ein neuer Mord wurde uns aus der Gegend um Seaside gemeldet. Das müsste dann hier sein. Auf diesem Basketballplatz kam es letzte Nacht zu einer Schießerei. Dort wurde ein Mann tot aufgefunden. Dodgeball. Eine Uhr, ein Kartenspiel. Ein Motorrad, zerknülltes Papier, Pistole. Hoppala. Sodaflaschen. Wo? Boxhandschuhe haben wir hier. Zigaretten. Ein Aktenkoffer. Immer diese Aktenkoffer überall. Leiche, Baseballschläger. Hut, ein Basketball und ein Schlüssel. Da. Botschaft. Wo ist denn die Botschaft? Das? Ah. Dodgeball, Völkerball. Das Opfer konnte sich vor einigen Treffern in Sicherheit bringen, hatte aber gegen die Schusswaffe keine Chance. Deck, der Mörder hat ein Pärchen erwähnt. Wir müssen die Partnerin dieses Mannes ausfindig machen. Ja, dann husch husch. Ich befürchte, es ist bereits zu spät. Warum das denn? Eine Frau wurde im WC-Bereich einer U-Bahn-Haltestelle in der Nähe von Riverside aufgefunden. Och nö. Da wieder? Nö. Da wieder? Nö. Da. Das Reinigungspersonal hat sie so gefunden. Die Leute haben uns sofort angerufen und schon haben wir keine Zeugen mehr. So, Schere. Stein war das, okay. Toilettenpapierhalter. Huch. Ja, Toilettenpapierhalter. Ah, da, drinnen. Aha, da geht's ja weiter. Ein Kanister. Ist das ein Kanister? Nö.
Das ist ein Paket. Ein Kanister haben wir hier drinnen. Ein Notizblock war das hier. Nagelfeile. Wo soll hier eine Nagelfeile sein, bitte? Das ist ein Lippenstift. Ein Ring haben wir auf jeden Fall hier. Ist das ein Fläschchen? Ja, ist ein Fläschchen. Die Leiche haben wir hier. Da ist die Nagelfeile, da ist das Feuerzeug. Toilettenpapier haben wir hier. Das ist die Handtasche. Na, das ist der Seifenspender. Und die Handtasche haben wir hier. Und die Botschaft ist wahrscheinlich das hier. Nachdem er sie mit einem Stein misshandelt hat, hat er sie wahrscheinlich mit einer Schere bedroht und versucht, sie mit Toilettenpapier zu ersticken. Schere, Stein, Papier. Dieser Typ ist geistesgestört. Deck, der Puls ist schwach, aber sie lebt noch. Ich rufe den Notarzt. Das ist seltsam. Das passt eigentlich nicht zum Mörder, dass er sein Opfer am Leben lässt. Vielleicht hat er es nicht bewusst am Leben gelassen. Das kann sein. 31. Juli 1974. Zwei Tage und immer noch nichts Neues von unserem Mann. Ja, und sein letztes Opfer liegt immer noch im Koma. Ach ja, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass... Das Krankenhaus hat angerufen, um uns mitzuteilen, dass die Frau und ihr Baby durchkommen sollten. Das Baby? Sie hat es ihm gesagt. Vielleicht hat er sie deshalb am Leben gelassen. Miss Black, wir haben schon wieder einen anonymen Brief erhalten. Das Spiel ist zu Ende. Treffen Sie mich im Theater. Aber welches Theater meint er? Ich weiß nicht, Deck, aber ich habe das Gefühl, er will jetzt nicht mehr spielen. Vielleicht ist das sein letzter Mord. Wissen Sie, wie viele Theater es in New York gibt? Ja, ich weiß, Deck. Aber in der Nachricht steht, dass das Spiel zu Ende ist. Schauen Sie sich die Karte genau an. Fällt Ihnen nichts auf? Müsste hier sein. Genau in der Mitte. Dieser Verdammte. Er hat uns von Anfang an hereingelegt. Genau, hier irgendwo muss sich ein Theater oder Kabarettsaal befinden. In der Tat, das Sundance Theater. Wir müssen ihn kriegen, bevor er völlig in der Versenkung verschwindet. Dieses Theater ist seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr in Betrieb. Und trotzdem sind wir hier nicht allein, Deck. Sie sind hier, oder? Das Theater ist von den Einsatzkommandos der New Yorker Polizei umstellt. Treffen 7 Personen. 6 Pferde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Tiger. Huch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoppala, 7? Nein. 7. 7 Löwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kühe. Kuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Bären. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schafe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, und eine Katze. Mist. Wir kommen zu spät. Das ist er. Ah, da ist er. Sie fanden mich. Das hatte ich befürchtet. Hat er sich umgebracht? 1. August. Deckard, Frau Black, ich gratuliere Ihnen. Sie haben den Mörder festgenommen, der die Presse jetzt Hopscotch Himmel und Hölle nennt. Danke, Chef. Und Deck, gehen Sie bald in den Ruhestand? Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile. Ach was. Ja, Sie werden das komisch finden, aber obwohl das Opfer den Mörder identifiziert hat, ist mir so, als ob wir mit Mr. H. noch nicht ganz abgeschlossen haben. Ich habe das gleiche Gefühl wie Sie, Deck. Was? Die End? Okay.
Das war also Profiler, der Hopscotch-Killer. Endbonus. Achso, das ist der Endbonus. Jo, meine Freunde, was soll ich dazu sagen? Es war ein kleines, kurzes, ich glaube, 3 Folgen. Ich habe keine Ahnung. 28 Minuten. Was? Nur? Okay, was soll ich dazu sagen? Ein kleines, kurzes, knappes Wimmelbild-Abenteuer, sage ich jetzt einmal dazu. Hat mir eigentlich recht gut gefallen, muss ich sagen. Es war kurz, schnell, bündig, teilweise spannend, sage ich jetzt einmal. Man hat herausfinden müssen, quasi unter welchen Bedingungen quasi der Tote gestorben ist, sage ich jetzt einmal. Ne? Wenn man es falsch erraten hat, hat man müssen von der Neuen nochmal anfangen. War auch ziemlich crazy, ziemlich gut gemacht. Jo, Negative. Es ist zu kurz. Also ich meine, ich hoffe, es hat gefallen. Ja? Mir hat es auch gefallen. Mir hat es auch Spaß gemacht, aber es war zu kurz. Einfach schlichtweg zu kurz. Und ich glaube, ich sollte mal wieder neue Wimmelbildspieler organisieren, weil irgendwie sind die alle zu kurz in letzter Zeit. Alle sind nur so, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Folgen lang. Das kann nicht sein. Nun gut, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat wieder gefallen und jo, schauen wir mal, was wir dann als nächstes durchzocken werden. Bis dahin, Freunde, tschüss.